We zijn hier in het stadpark in Vrede waar een historische markt wordt georganiseerd. Eigenlijk is het meer een festijn. En ik zit hier naast de organisator. En wie zijn Sie dazu gekommen, om dat te organiseren? Weil wir so einen wunderschönen Stadtpark haben. En we wollten hier mal was machen. Und ja, dan habe ich mir überlegt, dan ziehen wir mal sowas auf hier. Ja. Dit is niet nur mittelalterlich. Sie haben so vorhin schon gesagt, es gibt auch Schottisch und Irisch, Irish. Aber wie sind Sie da mit verbunden? Die Liebe zu Schottland und Irland. Und das Ganze habe ich sogar zum Beruf gemacht. Also ich bin mit einem irischen Stand unterwegs, auf irischen Festivals. Aha. Und da kam der Mittelaltermarkt jetzt einfach mit dazu. Ja, ja. Aber hauptberuflich ist das auch, was Sie da machen? Ja, das ist das, was ich mache. Ja. Im Grunde genommen mein Hobby zum Beruf gemacht. Ja, in de 15e eeuw konden de meeste mensen niet schrijven. En dan was er meestal wel een broeder of een pater die dat voor hun deed. Ik sta hier nu bij broeder Oswin, die voor heel veel mensen van alles opschrijft. En zelfs ook aflaten verkoopt. Dus ik ben wel heel benieuwd. Im täglichen Leben bin ich Tischler. Ich bin in der Darstellung eines Kreuzbruders, um auf die Geschichte des Ordens hinzuweisen. Der Orden hat eine über 800-jährige Geschichte, die langsam in Deutschland droht in Vergessenheit zu geraten, dadurch, dass nur noch drei Brüder in Deutschland vom Orden überhaupt leben. Einmal die Geschichte des Ordens ist so, dass um 1210 der Ordensgründer am dritten Kreuzzug teilnahm und festgestellt hat, dass man das Christentum nicht mit dem Schwert verbreiten kann. Es ist also ein Orden, der nicht militant ist, sich dem Chorgebet verschrieben hat und, wie man hier auch dann sieht, eine der größeren Betätigungsaufgaben im Bereich der Skriptorienarbeit gehabt hat. Was gefällt Ihnen an dieses Schreiben? Zum einen, dass es nicht in Vergessenheit geraten soll, diese Schrift als Kulturgut. Dann ist es eben halt so, dass, wenn man sich die heutige Zeit anguckt, immer mehr auf ziemlich schmucklose, einfache Schriften zurückgegriffen wird, dass also einfach die alte Schrift nicht mehr gelehrt wird. Eine mittelalterliche Handschrift versuche ich gerade wieder zu erlernen. Es ist eine relativ komplizierte, weil die wirklich mit dem Gänsekiel geschrieben werden muss, damit sie genau diese Optik dann eben erreicht. Also erstmal habe ich die Idee, dass das dieses Jahr sehr gut läuft. Und dass ich nicht pleite gehe. Und wenn das passiert, dann überlege ich mir, ob ich das wirklich nochmal mache, weil es ist eine Menge Arbeit drin. Wir haben ein Gewerbe für irische Accessoires. Also wir verkaufen irische Accessoires und keltischen Schmuck, irische Souvenirs, sowas. Und das auf irischen Festivals, auf Highland Games, deswegen auch das zu Schottland. Und das ist unsere Haupttätigkeit eigentlich. Wie lange machen Sie schon das Zinngießen? Das mache ich jetzt seit 15 Jahren. Und wie hat das angefangen? Ja, ich mache schon seit 28 Jahren mittelalterliche Märkte. Und irgendwann dachte ich mir, Handwerk hat goldenen Boden und machst mal was, was wenig da ist, vorhanden ist auf dem Markt, was auch ausstirbt. Und da fiel mir das Zinngießen am leichtesten. Im Durchschnitt habe ich so 20 bis 30 Termine im Jahr, wo ich unterwegs bin. Es geht grob gesagt so von Ostern bis Oktober und dann natürlich noch Weihnachtsmärkte. Wie macht man das eigentlich, das Zinngießen? Man schmilzt das Zinn. Das schmilzt so bei 230 Grad Celsius. Dann gießt man es in Formen. Wenn es dann erkaltet ist, kann man dann die fertige Form rausholen, muss dann aber noch reinigen, den Grat wegmachen, den Einguss. Gibt es auch viele junge Leute, die dies machen? Leider nicht mehr, weil heutzutage baut man die Mähen auf dem Computer auf und nicht mehr auf dem Küchentisch, wie es früher war. Und dadurch hat das Zinngießen im Allgemeinen nachgelassen. Also die Stadtbehörden unterstützen mich sehr stark, sehr gut. Also helfen mir, wo sie können. Und das erlebt man nicht bei vielen Städten. Also das ist wirklich sehr gut hier.
Hier in Vrede op de historische markt is heel veel te zien. Ik sta nu in een kraampje bij Pia Hoefslaak. En zij maakt koper sieraden. Heel indrukwekkend. Ik ben eigenlijk gespannt, wie komt man dazu, om dat te maken? Oh, nou ja, goed. Also, unsere Theorie ist, es ist so ein kleines possierliches Tierchen namens Mittelaltervirus. Ne, dann wird man einfach nur angesteckt dann davon, also von der ganzen Ambiente, vom Gefühl her, mal Ritter oder Bauer oder im Mittelalter zu sein, Handwerker zu sein, das war dann der Anfang und irgendwann mal hat man gemerkt, ach, das ist doch eine Arbeit, die macht mir Spaß, hier möchte ich arbeiten im Mittelalter. Ne? Also wenn man das wirklich hauptberuflich macht, davon lebt, dann muss man schon das sehr voll kriegen. Klar, Weihnachtsmarkt natürlich sind dann 4 Wochen, je nachdem. Oder man fährt dann jedes Wochenende, das ist einem selbst überlassen. Aber man muss schon das Jahr dann voll kriegen. Sie sind hier noch 4 Tage und wie verbringen Sie diese Tage hier? Ich hoffe, sehr schön, mit viel Umsatz. Ja, mit Freude. Also ich muss sagen, bis jetzt gefällt mir hier der Ort, der Markt. Auch die Stadt ist hier schön, die Gegend ist hier sehr herrlich. Also gut, wenn man Pollenallergiker ist, muss man ein paar Abstriche machen, aber da kann ja die Welt nichts für. Im Gegenteil. Ja, das sammelt sich einfach so ein. Das ist wie, wenn man, ist wie eine kleine Familie. Also es ist eigentlich eher eine große Familie. Es ist wie, wenn man in eine normale Firma geht und man sieht manchen Kollegen aus einer anderen Abteilung eigentlich erstmal alle paar Tage nur. Und so ist das hier auch. Und man lernt sich dann immer stückchenweise mehr kennen. Ne? Manche Kollegen, mit manchen bin ich schon einen Monat in Pforzheim auf dem Weihnachtsmarkt gestanden. Andere sehe ich dann nur ein- oder zweimal im Jahr. Aber so bleibt es frisch und abwechslungsreich. Also wenn wir hier so sitzen, ne? Was für ein Gefühl haben Sie, wenn Sie so rumgucken? Also ich würde sagen, ein gutes, weil es scheint den Leuten ja zu gefallen. Also kann ich nicht alles verkehrt gemacht haben. Ich glaube, Sie haben sehr viel Gutes gemacht. Es wird sich zeigen.